Okay, wir haben da... Wie kommt man hier wieder raus? Kommt man hier... Ah, alles klar, hier. Wir müssen einen Eingang finden, Delta. Vernichtet sie! Wir müssen an die Oberfläche! Was gibt es da eigentlich? Komm ich da überhaupt durch? So, da steht nur diese scheiß Fackel. Das sah eben echt aus wie ein Durchgang. Wo hinter das, Licht brennt. Verdammt, warum haben die es so eilig? Wir scheinen denen ja mächtig in den Arsch zu treten. Das sind nicht unsere Leute. Zu weit weg vom Signal. Da läuft was anderes. Will man das jetzt wissen, was da läuft? Irgendwie bezweifle ich. Sehr, sehr stark. Vor was? Aber dass die Locust Angst haben, hätte ich jetzt nie gedacht. Weil die flüchten ja. Ha? Was ist das? Ist das ein Schalter? Hallo? Bekämpfen die sich selbst? Was zum Teufel? Bekämpfen sich echt irgendwie selbst? Was ist denn das? Da kann ich doch nehmen oder nicht? Okay, oder auch nicht? Kämpfen die sich echt selber? Wäre auf jeden Fall sehr eigenartig, oder? Gut. Kämpfen sich echt selber? Bitte, was ist da los? Die Leuchtenden sind minderwertig. Haltet die Plage auf! Entspannt euch dahin. Die Leuchtenden, was meinen die denn mit Leuchtenden? Ich denke mal, werden wir noch früh genug erfahren. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und zack. Erstmal schön Pause machen. Oh, ist das gut. Erstmal schön pausieren hier. Och, komm schon, Mann. Eben durch den Aim-Punch, Mann. Alter, das kann nicht wahr sein. Jedes Mal kriege ich den nicht, weil ich einen Aim-Punch drin habe, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Also dieses Zurückzucken. Geht doch. Okay. Die Frag lag auf jeden Fall mal. Der ist auf jeden Fall ein leichtes Ziel. Wie kann man auch so offensichtlich auf dem Schlachtfeld stehen? Oh. Ja, das war ein bisschen veraimt gerade. War so ein bisschen hart. Darf man, ne? Der kann tot gehen. Wenn er mal will. Also ich würde es sehr definitiv begrüßen. Oh, ich bin jetzt nicht so viele Muni. Verschwenden. Da ist ein Troika. Kann ich da ran? Naja, dass ich da rangehen kann, ist klar. Oder? Ja. Aber warum steht da eine Troika? Finde ich schon wieder ein bisschen eigenartig. Weil ich hätte da nie hinlaufen. Ja, gut, ich hätte da hinsprinten können. Finde ich aber auch ein bisschen Schwachsinn. Mach mal push the button hier. Nu. Lift man Troika natürlich. Bert nimmt den linken Weg. Cole und ich den rechten. Hey! Oh, scheiße. Alles klar, dazu ist die Troika gut. Die nehmen wir natürlich. So, das heißt, wir... Sind schwach wie die Menschen. Halt doch die Schnauze, mein Gott, Alter. Alte, pardon. Hör auf zu nerven. Einfach erstmal reinhalten. Mal kurz mal abkühlen. Weil jetzt, wo ich ja den Trick... den Trick kennen oder raus hab. Ja, Trick, diese schnelle Abkühlung ist es ja bedeutend einfacher, eine Troika zu bedienen als überhaupt. Da liegt noch was. Da ist er. Der muss doch mal tot gehen, Mann. Scheint tot zu sein. Müssen wir, fahren wir jetzt weiter runter? Oder müssen wir jetzt... Okay, wir fahren weiter runter.
Ich hab damit eigentlich befürchtet, dass wir da jetzt schon raus müssen. Ich hab so ein leichtes Niesen in der Nase. Also das Gefühl, ich hoffe mal, ich muss es nicht. Wir werden sonst ein bisschen schwul. In der Aufnahme. Dann müsste ich mich jetzt schnell muten, niesen und dann wieder weitermachen. Und in der Zeit kann ich schon mal 1000 Tode schon hier sterben. Und das wäre ein bisschen unpraktisch. Bis zum geht nicht mehr. Fahren wir noch einmal tiefer? Sieht so aus. Mal, die Troika, wenn ich so runter sehe, die hat ja ein Fahnenkreuz drauf. Ich würde gerne mal wissen, wieso. Ach so, guckt Marcus da denn durch, sodass ich mein Fahnenkreuz vorne habe. Gut, hätte sie jetzt mitlesen müssen. Weil das hat man jetzt nicht so verstanden. Ja, entspann dich da hinten mal. Du kommst natürlich auch noch frittiert. Nicht frittiert, geschnitzelt. Da ist der Kopf. Da war der Kopf. So, machen wir mal so. Es sind hier auf jeden Fall noch Zecken unterwegs, was ich nicht so schön finde. Und es hat mich eine Zecke ernsthaft gekriegt. Dorm? Cole? Bird? Irgendeiner? Es kann doch nicht wahr sein, dass hier keiner ist, Mann. Ach, tot, Mann. Warum ist denn keiner da, WTF? Das Army of Two so gesehen besser geregelt worden. Weil wenn wir tot... Oh, ich hoffe, man den Tisch habt ihr nicht gehört. Dass wenn wir tot sind, beziehungsweise bewusstlos, kampfunfähig, ich denke mal, ist das bessere Wort, kommt die KI direkt zu uns und hilft uns. Nochmal. Ja, komm. Super, bloß weil wir da verreckt sind, Mann. Das ist nochmal den ganzen Scheiß. Ich glaube, wir könnten es einfach normal machen. Dom, du und Bert, nehmt den linken Weg. Hätten wir jetzt den Dingens nicht betätigt, den Hebel, wären wir ganz normal runtergelaufen und dann zu viert halt unten einen normalen Gunfight gehabt. Glaube ich. Okay, Elgato Software leckt wie ein bisschen. Alles klar. Why not? Die Leuchtenden sind schwach wie die Menschen. Halt doch die Schnauze! Das halt doch die Schnauze, das müsste eigentlich vom Bird gekommen sein, von der Stimme her. Könnte die natürlich auch noch mit absnipen, ne? Ich glaube, der wäre auch einfacher. Wo ist er? Da. Ey, da lebt ja immer noch eine. Geht doch. Ne, ich nehme mal die Sniper mit in der Hand. Dass ich die Typen denn da wenigstens absnipen kann, die sich da irgendwie verstecken, die ich mit der Troika halt nicht kriege. Es geht immer noch hin schneller als da die Troika-Schuss da drauf zu bratzen, bis zum geht nicht mehr. So, mal schon mal ein bisschen runter. Das Einzige, was stört halt an den Locus, ist halt dieser komische Heiler, Zauberer, dieser Zauberkünstler da, der die Toten wieder auferstehen lässt. Das ist der Einzige, der nervt. Genau der da. Wo ist er denn? Ja? Was? Das war doch ein Headshot. Geht hier? Und jetzt aber. Na ja gut, geht immerhin ein bisschen schneller, als wenn ich da jetzt wirklich mit der Troika da hin und her balle. So, zwei Schuss ist er auf jeden Fall tot. Abfahrt! Irrtschleiche. Aber vor allem auch so. Die Sprecher von den Locos sind bestimmt auch interessant mal anzusehen. Da ist er. Lena Moiga, der ist der Kill. Oh. Komm. Feuer frei. Und da ist noch so ein Boomer.
Der muss natürlich auch noch weg. Das war's, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt nicht drauf. Hallo? Ist hier jemand? Nee, irgendwie nicht. Okay. Komm mal, ja, hier kommt man wieder. Perfekt. Das sah jetzt so aus, als wenn da irgendwie ein Abgrund ist und ich dann nicht halt drüber gelaufen kann. Aber auch alles per Schalter und Hebel. Die ganze Grütze hier. Also die ganzen Tore. Aufmachen, zumachen, dit, dat, hickhack hier und dat, ditten du. Hi. Okay, die müssen scheinbar hier runter. Okay, wir werden uns hier mal ein bisschen mit beteiligen. Den da würde ich ganz gerne haben. Halt mal still, Mann. Ich hab gesagt, halt mal still. Und ich würde kein Aim-Punch kriegen wollen. Okay. Ich wollte gerade sagen, da sind doch so viele jetzt. So, wir werden uns mal hier hinbegeben. Lebt der immer noch. Jetzt ist er tot. Juhu. Gibt wenigstens keine bösen Dingens mehr. Keine Locusts, die wenigstens mehr aufwachen. Zum Glück. So, der ist tot. Da schießen sie noch auf irgendwas. Das ist so ein Schrotflintenfuzzi. Alter, was schießen hier noch alles? Wir müssen ihnen die Deckung nehmen. Da ist einer. So, zeig dich. Nein, verrissen, scheiße, durch den durch den zurückzucken. Fuck it. Wie der hin und her geschmissen wird von den Kugeln. Das ist so unnormal. Das ist nur der Arm. Ja, genau, ich war eigentlich auf dem Kopf drauf, oder nicht? Müssen die in die Deckung nehmen, schnauze da. Haben wir denn überhaupt einen Hebel? Nee, ich bezweifle. Da haben wir. Doch, da ist ein Hebel. Los, Markus, drück. Dann können wir auch wieder rausgehen. Und den da mal sauber killen jetzt endlich mal. Das ist geil, wie sich da so eine Treppe aufbaut. So, jetzt dürfen wir gehen. Aber wir können doch keine Treppe so runterfallen, ne? Auch schon mal aufgefallen. Ich würde sagen, da lang. Hey Dom, fass das bloß nicht an. Vielleicht kriegst du davon Rostlung oder so. Ich weiß nicht, sieht irgendwie krank aus. Ja, du hast recht. Jetzt mal langsam. Die normalen Locust kämpfen gegen die Leuchtlocust. Ich dachte, die sind alle auf der gleichen Seite. Hab mich schon gefragt, warum wir so erfolgreich waren. Das erklärt die verzweifelten Überfälle. Sie verlieren ihre eigene Domäne an die Leuchtenden. Bup. Kontrollpunkt speichern. Perfekt. Okay, wie gehen wir in Deckung? Ich will die eigentlich sehr schnell down haben, weil die können noch üblen Schaden austeilen. Na gut. Aber der Streukreis ist... Naja, von den Dingen. Müssten wir eigentlich weiterkommen, oder? Gebt niemals auf, meine Kinder. Ihr seid die Retter Seras. Tor auf? Die führen hier unten noch einen zweiten Krieg. Na zum Glück, sonst hätten wir vielleicht nie so lange ohne Hilfe durchgehalten. Hinter euch! Ja, ja, ja. Aber irgendwie nur eine. Der nächste. Ach, der hat das wurde getriggert, dass wir die Tür aufkriegen da. Alles klar.
Ich hätte fast die Dinges mitgenommen. Scheiß. Explodieren diese Viecher nicht? Nasha. Meistens schon. Alte Erdschleicher, stirb, Mensch. Stirb, Mensch? Der muss tot, stirb! Sterb doch jetzt mal, du Hurensohn. Gut, der ist tot. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Sterb doch da, du Flammenwerfer-Fuzzi.